ausgesucht. Das hat damals der kluge John Fogerty geschrieben, der hat sich nur mit den Themen des Lebens auseinandergesetzt und auch mit den Themen der Arbeit und so weiter. Und er hat einen Chef beschrieben, eine Mary, die sehr stolz auf den Mississippi Dampf fing. Und er hat da als Tellerwäscher angefangen zu arbeiten und erzählt so von den Wegen. Genau. Raut. Mary. Left a good job in the city, working for a man every night and day. Thank you.
To
do a traditional, this is called the Angel Man. My triumph.
so ein bisschen Geschichte von Songs of Whispers aufgebaut. Mit Dias, Slideshows auf dem Computer, die letzten 5 Jahre in Bildern, mit vielen alten Flyern und Plakaten. Schaut es euch an, holt ein bisschen frische Luft und wir sehen uns in 10 Minuten wieder. Bis dann.
next on the schedule? What's your mind? He said I'm your queen. Hey. A man stole my crown. He told me you love me. A man let me down. You promised happiness and caused me pain. So I tried to leave you again and again. I tried to leave you again and again.
ist das einzigste Vorteil, das kann ich Ihnen sagen. Also, da hört es auch mit auf. Kann man nicht schneller laufen? Nee, das sagt jeder, das ist nicht so. Das große Problem ist, wo sie kommt. Organisiert in den letzten beiden Jahren. Kevin ist
seit Jahren der Mann für den Ton von Songs and Whispers. Vielleicht an der Stelle einfach mal, wenn euch das gefallen hat, was ihr hört, nicht nur musikalisch, sondern auch technisch. Inklusive der Musikerinnen und Musiker, die hier heute Abend beteiligt waren, ist das mit Sicherheit eine Zahl von 60 oder 70, die irgendwie beteiligt waren, entfernt. Menschen, die draußen Fotos gemacht haben, Gerd Hume, der am Malen ist, Arthur Mogri, der Videos seit Jahren für uns macht, mit uns macht, Patrick Kunkel, ich weiß gar nicht, ob er da ist, aber eine dieser Fotos leitet, das ist von ihm. All das ist letztlich zusammengewachsen. Einige Leute, die weniger mit uns in Kontakt sind, andere, die in anderen Städten mittlerweile mehr wieder mit uns in Kontakt sind. All das kommt heute Abend so ein bisschen zusammen. Und von dieser Basis ausgehend werfen wir jetzt einfach mal einen Blick in die Zukunft. Wir haben ein agentureigenes Studio. Songs and Whispers ist ein Musiknetzwerk, ist ein Verlag, ist ein kleines Label, ist eine Booking-Agentur, wir sind Konzertveranstalter, wir sind irgendwas ganz Komisches. Aber zuallererst steht die Musik im Vordergrund und das war, glaube ich, so bei Irene Espirito und dem ersten Bremer Ukulelenorchester auch zu merken. Zwischen Ernsthaftigkeit, zwischen Spaß am Musizieren, irgendwo dazwischen positionieren wir uns auf diesen ganzen Welten. Und so haben wir dann ein Studio, in dem wir solche Dinge produzieren und manchmal muss man den Weg um die ganze Erde gehen. Im Circuit 7 waren drei australische Künstler zum ersten Mal in Deutschland, haben sich hier vorgestellt, Garner Cronin, Simon Hudson und Tom Richardson. Und es bedurfte dieser Dreier, um uns mit jemandem in Kontakt zu bringen, der von der anderen Seite der Welt kommt und wo sich dann irgendwann herausstellte, dass er in Studios produzieren kann und dass er eigentlich der Mann ist, den ich seit mehreren Jahren hier in Bremen gesucht habe. Und dieserjenige kann nicht nur produzieren, er ist auch Musiker und deswegen würde ich ihm einen herzlichen Applaus für Jermaine Faulkner.